Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, Leute, und wir waren hier beim letzten Mal vor dem Angriff hier auf die alliierte Basis und da würde ich sagen, legen wir direkt mal los hier. Schön mit der Action fängt's an hier. So, machen wir die einfach mal platt hier, los. Hab ich Flugzeuge, Leute? Ich habe keine Flugzeuge. Ja, es ist egal. So. Und ja, Leute, dann machen wir hier einfach mal weiter. Was? Wie schnell die Alliierten hier fliegen gehen, das ist unfassbar. Zack. Weg damit. So, zack. So, überfahrt die einfach. Los. Und ja, Leute, wir müssen diesen Truck ans andere Ufer bringen hier. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Aber wir haben hier hinten ja noch die Schlachtkreuzer da, ne? Ach du Scheiße, vier Panzer. Oh nein. Die Brücke ist... was? Wieso ist denn die Brücke jetzt kaputt? Ach shit. Ah, jetzt macht die Schlachtkreuzer doch im Arsch. Was zum Teufel? Okay, da muss ich tatsächlich einen Werft bauen. Das ist ja unfassbar. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, man kommt hier so durch, Leute. Gut, dann machen wir Spionage. So, dann können wir hier die U-Boot-Werft hinbauen. Tatsächlich einmal hier drauf. Oh, ich wollte schon sagen, warum geht das nicht? Und ja, Leute, neue Woche, neues Glück. Ja, es ist Samstagnachmittag und ich habe jetzt endlich mal ein bisschen Zeit mitgebracht hier, um mal ein bisschen guck mal, den Conker zu zocken hier. So, mach den kaputt. Wieso trifft er so gut? Schieß! So. Arsch, verdammt. Das war's dann mit den Raketenwerfern. Aber ich glaube, hier müssen wir hin, oder? Guck mal. Genau, hier müssen wir hin, Leute. Und da sind sogar noch Panzer. Seht ihr das? Da sind sogar noch zwei Kampfpanzer. Ja, dann mach die mal weg. Und bau mal bitte ein paar U-Boote. Aber genug Kohle, ja. Genau. Leute, und die Friendly kriegen tatsächlich zwei Panzer platt. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich geil. Schau euch das an. Die fünf Männchen kriegen zwei Panzer platt. Das ist so geil. Und ja, Leute, wie gesagt, wir haben in der letzten Woche mit den Russen angefangen. Und ich muss sagen, jo, die machen echt Bock. Muss ich sagen. Ernsthaft? Komm da raus. So. Ich muss die U-Boote hier oben sammeln. Okay, ich verstehe schon, Leute. Und ja, dann freut es mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten Command & Conquer hier. ja, macht schon Fun, wie wir hier die Alliierten aus dem Sektor jagen. Und ich würde mal sagen... Komm, bau mal. Oder? Nee, ich mach da bitte U-Boote. Ich mach da mit den U-Booten. Bau mal noch eine U-Boot-Werft. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller hier. So, wir können wieder spionieren, liebe Leute. Und da würde ich sagen, die ist fertig, sehr schön. Dann haben wir auch hier direkt, genau, das Primärbauwerk. Und da laufen sie doch schon viel schneller vom Stapel hier. So. Brauche ich auch noch einen Transporter, ne? Ganz genau. Das Gute an den U-Booten ist halt, die können die hier ohne Schaden platt machen, weil die nicht auf U-Boote schießen können. Das ist natürlich die geile Sache daran. Oh, schau euch das an, meine U-Boot-Armee hier. Gut, dann... Dicke, 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 dicke. Die geile Wucke wieder hier. So, du auch bitte. Fahrt bitte alle nach oben, so. Und ja, Leute, diese Linien hier unten, die ich bei mir hier sehe, die sind tatsächlich nur bei mir. Das heißt, ja, alles läuft wunderbar und die neue Auflösung passt auch. Und somit, ja, können wir das mal weiter hier in Angriff nehmen, ohne irgendwelche Einstellungen vornehmen zu müssen. Hat doch auch was. hat doch auch was, Leute. Gut. Spionier mal bitte hier für uns. Und die U-Boote, die fahren bitte mal hier rein. Und Angriff. Schieß es kaputt. Und zack, den hier direkt kaputt schießen. So, und den da. Zack. Sehr gut, Leute. So, dann kann der Transporter
bitte mal hier hinkommen und die beiden Trucks gleich auch. So. Würde ich sagen, holen wir nochmal ein paar 5-Minuten hier hin. Aber ich glaube, wenn die Trucks hier über diese Brücke fahren, beziehungsweise übersetzen, dann ist die Mission durch, tatsächlich. So seht ihr das, die können sich nicht wehren, das ist schon mal saugut. Und ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass wir heute ein gutes Stück weiterkommen hier mit den Russen. So, weiteres Spionageflugzeug, dann würde ich sagen, packst du das mal dahin. Und die beiden Trucks können mal bitte sich hier einladen. Damit wir gleich schön übersetzen können, ganz genau. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Wir waren eben noch schön einkaufen. Was ist das denn? Da fährt sogar noch einer rum hier. Was ist das denn? Oh Mann. Okay, krass, Leute. Da fährt tatsächlich noch einer rum. Du Penner, wirklich. Willst du noch meine LKWs platt machen, oder was? So. Ja, wir brauchen Silos. Wir brauchen eigentlich nichts mehr, Leute. Wir haben die Mission geschafft. Tatsächlich. Und ja, haben wir noch die Karte ein bisschen erkundet mit... Spionageflugzeug bereit. Da war ein Lag. Kurzer Lag, Leute. Aber ich hoffe, wenn wir hier das ausladen, dann haben wir das Ding auch gewonnen. So, Mission... Was war das? 5, ne? So, jetzt... So. Ganz genau. Warum ruckelt das? Hallo? So. Dann mal, lad die raus und dann haben wir gewonnen. Oder? Ja, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, hey. Gut. Leute, dann haben wir die Mission. Schöne Cutscene wieder. Währenddessen trinke ich mir einen Schluck Apollinaris. So. Jo, Treffer, würde ich sagen. Das war doch mal cool. Okay, Leute, wir haben bestimmt wieder eine Bonusgalerie, oder? Wie? Bei dieser Mission keine Bonusgalerie? Und warum habe ich jetzt auch hier schon einen Punktestand? Da stimmt irgendwas nicht. Okay. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Egal, auf jeden Fall. Warum war die Zahl da eben blau und warum kam keine Bonusgalerie? Ich guck noch mal gerade kurz im Hauptmenü, aber normalerweise kommt doch immer eine Bonusgalerie. Hä? Es kam tatsächlich keine Bonusgalerie. Krass. Okay, Leute, dann Missionsauswahl. So, gehen wir in die Russen und machen wir hier Mission 7, der Kern der Materie. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, jo. Was? Wann? Ist der Reaktorkern sicher? Sie müssen die Stellung halten. Stoppen Sie sie! Die Alliierten greifen den Reaktor in Komensk an. Bin schon unterwegs. Nein, das ist zu wichtig. Sie gehen. Das Kühlsystem ist abgeschaltet. Der Kern erreicht bald kritische Temperatur. Sie müssen in den Reaktor eindringen und die Kühltürme wieder ins System einbinden. Na, das hört mir sehr stark nach einer Inside-Mission an. Oh mein Gott. Gut, Leute, kommt jetzt hier eine Übersetzung. Das wäre nämlich ganz cool. Tatsächlich, da unten. Kerntemperatur steigt. Kernschmelze bevorstehend. Zeit zur Kernschmelze 30 Minuten. Oh, cool, dass sie das übersetzt haben da unten. Genau deswegen habe ich die Untertitel nicht ausgemacht, Leute. Oh Gott. Noch 30 Minuten. Hä? Was? Moment. Missionen. Ach, Missionen. Einstellung moderat. Das war's eigentlich schon. Oh mein Gott. Was
was soll das denn? Okay, Leute. Mission wiederholen, bitte. Was war das denn? Da haben sie mich direkt platt gemacht. So, hier. Oh, shit. Ach, ich muss... Das ist... Ah, das ist diese Mission. Ja, okay. Oh, Gott. Wenn er jetzt da drauf schießt, ne? Oh, ach, diese Mission ist das. Ja, okay, die geht noch, Leute. Diese Inside-Mission, die geht noch. Da kann ich nämlich einfach hier am Anfang hier drauf schießen und zack. Und zack, 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 zack. Genau. Und die Mannequins sind weg. Das ist doch schon mal cool. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Und hier unten, Leute, sehen wir hier einen Arsch voller Hunde. Und, jo. Die müssen wir befreien. Aber ich glaube, hier war irgendwo ein Flammenturm, wenn ich mich recht erinnere. Genau, wir müssen einen Reaktorkern sichern und eine Kernschmelze verhindern, liebe Leute. Ah, seht ihr das? Da ist der Flammenturm. Und ja, Leute, erstes Inside-Level hier mit den Russen. Das wird interessant. Das wird verdammt interessant. Das Gute ist halt bei den Alliierten, die haben keine Hunde. Hm. Dafür haben die Russen keine Spione. Was zum... Ah, okay, sehr gut. Sehr, sehr gut, dann können wir hier rein. Ach du Scheiße, oder auch nicht. Oder auch nicht, also 5 Stück. Nee, das lasse ich die Hunde machen. Ganz genau, Leute. Und dann würde ich sagen, speichere ich das Ding mal. Mission 6 Sowjets. Zack. Und dann gehen wir mal weiter. Ah, mach den kaputt da. Mach den kaputt da. Ja, zack. Und... Mach bitte dieses Fass kaputt. So. Da kann ich meine Hunde holen. Hallo Hühnchen hier. So. Und ihr macht mal bitte da hinten den Platt. Beziehungsweise diese 5 da. Oh Gott. Oder sammelt euch erstmal da. Genau, Leute. Ihr sammelt euch erstmal da, weil am Ende... Hier in der Mitte ist, glaube ich, eine Tanja, ne? Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, da ist eine Tanja. Tatsächlich. Und drauf fressen da. Los. Und zack, 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 zack. Sehr gut. Ha. Es sind schön viele Hunde übrig geblieben. Das ist schon mal gut. Genau, wenn wir nämlich hier in der Mitte hochgehen, glaube ich. Da ist nämlich dann am Ende eine Tanja. Glaube ich zumindest, dass das so war. Ja, seht ihr? Da ist eine Tanja. Ich hab's doch gewusst. Gut. Leute, da sind wieder Fässer. Da baller ich einfach mal drauf, wollte ich gerade sagen. Der hat sich aber selber gekillt, aber nicht schlecht. Okay. Ach, Raketentypen. Psst. Keine Chance hier. Raketentypen. Naja. Gut. Dann. Oh, was ist das denn? Ein Bauhof und eine Energie von uns. Geil. Okay. Das hat man auch in der alten Version nicht gesehen. Naja, gut. Leute, weiter geht's. Ich würde mal sagen, das speichere ich nochmal. Ich mache die Spielgeschwindigkeit ein bisschen schneller und mal speichern, bitte. Ach, jetzt kommt hier schon wieder so ein scheiß Krankenwagen. Ernsthaft? Oh, hier ist Dead End sogar. Okay, krass. Ja gut, dann geht die Hunde dahin so lange. Geht jemand da zurück? Ist genau, die Hunde kommen mit. Nee, das hier ist neu, dass man das sieht. Und ja, da ist ein Fass direkt mal draufballern da hinten. Hunde. Ihr jagt den mal bitte, ja? Hunde. Hunde. Ach, verdammt. Der will, glaube ich, hochrennen, ne? Zu meinen Einheiten. Hier oben sind nämlich... Aha, seht ihr das? Da sind nämlich Invasoren von uns. Ganz genau, Leute. Und der will, glaube ich, eine Meldung machen. Dass er die abknallen soll. Scheiße. Scheiße, ich wusste es. Ich wusste genau, dass das passiert. Da habe ich echt in der ersten Mission verkackt. Also in der ersten Inside-Mission.
Gut, egal. Dann. Nee, das brauche ich gar nicht. Kommt. Schön Hellmarsch und dann machen wir das jetzt mal richtig hier so. Er macht das kaputt und die Hunde jagen den direkt. Hunde auf die Jagd hier. Los. Ganz genau. Lasst euch nicht alle abballern. So, liebe Leute, dann finden und treffen Sie gefangen genommene Ingenieure. Das sind nämlich die hier. Ganz genau. So, würde ich sagen, machen wir das. Die Hunde können schon mal in die Mitte gehen. Ah, ob wir das schaffen mit den paar Hunden? Ich weiß es nicht. Das muss klappen. So, der kann. Der macht das so, genau. Und dann kriege ich hier die. Die Mannequin. So, das könnte knapp werden, tatsächlich. Mit den paar Hunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, obwohl. Das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen. Aber gut, liebe Leute. Nein, hier. Hierhin bitte. So, der eine Evasor kann hierhin. Der andere kann hierhin. Der kann hierhin an die PCs. Genau, das sind die Reaktordinger, Leute. Und der kann man bitte hier hinten dran. Kommandozentralen, ganz genau, Leute. Und bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wenn er hier reinläuft. Da kommt doch ein Flammenturm oder so, ne? Leute. Hat da kein Flammenturm? Da müsste doch ein Flammenturm kommen. Das muss da irgendwas bringen, hier dieser PC. Aha! Seht ihr das? Da sind die Flammentürme, Leute. Sehr gut. Perfekt. Die Tanja ist weg. Das heißt, die Hunde, da habe ich mich gar nicht... Da hätte ich mich gar nicht einpissen dürfen. Sollen mit. Genau. Leute, dann haben wir diese Mission auch fertig, weil mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht. Der muss jetzt nur noch da oben hin. Und das war's. Die erste Inside-Mission, ja, die war relativ easy. Aber krass, dass ich da echt einmal gefehlt habe. Gut. Leute, nächste Mission fertig. So. Kontrollstab zurückgezogen. Kernschmelze vermieden. Schönen Tag noch. Ja, danke dir auch, Computer. Dir auch noch einen schönen Tag. Oh Mann. Gut, Leute, wir haben wieder eine Bonusgalerie, der Kern der Materie. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns die direkt mal an. So, und wo sind wir jetzt? Oh, es geht nach Italien, alles klar. Aber erstmal Hauptmenü. Bonusgalerie. Leute, direkt anschauen hier, was ist denn das? Behind-the-Scenes-Aufnahmen zur Choreografie zur Sowjets-Mission. Ah, okay. Na krass. Krass, ja, mit dem Greenscreen und so, ne? Okay. Ja, 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 der Game. Die haben Spaß beim Drehen. Ja, das merkt man an dem Spiel, dass die da sehr viel Liebe reingesteckt haben. Ne? was habe ich jetzt gemacht? Nein, kein Mehrspieler. Das mache ich irgendwann mal. Mehrspieler? Ja, denn man kann dieses Spiel auch online spielen. Man kann... Ja, das mache ich irgendwann mal als Bonuspart oder so. Gut, Leute, Insel Elba. Lieber an Land, oder? Warte mal, Elba, das war doch diese eklige Mission, ne? Ja, komm, dann mache ich mal unten links. Es fährt den Roller rum, das ist ja wohl nicht. Das ist ja wohl nicht wahr. Gut, Leute. Weiter geht's, nächste Cutscene. Oh, jetzt wird's interessant. Ich habe dir Berlin versprochen, Josef. Hast du etwa an mir gezweifelt?
Wenn ich das täte, wärst du längst tot. Wie könnte ich dir meine Liebe besser zeigen als mit einer Stadt als Geburtstagsgeschenk? Da fallen mir schon ein paar Möglichkeiten ein. Es ist so eine geile Cutscene heute. Was? Ein paar Sachen dürfen Sie noch nicht sehen. Kommen Sie, wir sind spät dran für die Besprechung. Was ist denn so wichtig, dass Sie eine private Besprechung stören, Gradenko? Sie verschwenden unsere Zeit mit Zaubershows? Das hier ist Elba. Unsere Aufklärung ortete die Landung eines alliierten Truppentransporters. Unsere Agenten gingen hin, sahen das hier, nahmen es auf Video auf und dann... nichts mehr. Er ist nicht abgezogen, das hätten wir mitbekommen. Er ist einfach verschwunden. Lassen Sie das nochmal laufen. Unmöglich. Eine ganze Einheit. Ich muss wissen, was genau das ist, Nadja. Wenn es eine Waffe ist, muss ich sie haben. Das wäre eine prächtige Ergänzung zu unserem Projekt Eiserner Vorhang. Eiserner Vorhang? Darüber brauchen Sie nichts zu wissen, Genosse Kukov. Kontrollieren wir Elba? Alliierte Cyborgs halten die einzige Gefechtszone auf der Insel. Wir hätten uns ja schon längst um sie gekümmert. Keine Ausflüchte, Genosse. Wir brauchen diese Insel. Nein, Gradenko. Sie bleiben hier. Schicken Sie den Hauptmann. Er soll das erledigen. Verhindern Sie mithilfe unserer U-Boote die Landung weiterer Cyborgs und eliminieren Sie alle gegnerischen Bots in der G-Zone. Das ist aber lustig, ne? Die reden hier von Cyborgs. Sehr interessant, Leute. Naja gut, das war wahrscheinlich in der deutschen Version. Private Besprechung von Stalin. Ach ja, da hat man mal gesehen, wie der tickt. Hat man mal gesehen, wie der tickt. So, Leute. Genau. Ach, diese Mission war das. Ja, ja, okay, ich verstehe schon, Leute. Die Mission war das. Genau, die hauen jetzt nämlich ab. Bau halt einen Schütze und mach den weg. So, Leute. Stimmt, Leute, diese Mission war das. Die Elba-Mission. Ja, ich erinnere mich. Hier können wir zum ersten Mal, glaube ich, die Tesla-Spulen bauen. Mission 8. Jawohl, Leute. Direkt weg mit dem Scheiß. Ich glaube, das war die, Leute. Oh mein Gott, das ist eine geile Mission. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Und... ja, genau, genau. Ich erinnere mich, liebe Leute. Der Mannequin. Sehr cool. Aber die Raffinerie werde ich trotzdem hier unten hinpacken. Weil... Moment. Sammeln wir bitte Edelsteine, bitte. Edelsteine. Noch mehr Mannequin. Hey, cool. Aha. Was haben wir hier oben wieder? Ah, schau mal da. Genau, Leute, hier sind zwei Gegner. Ein brauner und der blaue. Aber der blaue ist natürlich mal wieder stärker. Ist klar, ne? Wieso habe ich so schnell kein Geld mehr? Was soll das, Leute? Sammeln endlich die Edelsteine. Und ja, Leute, genau, also wie gesagt, der Stalin mit seiner Privatbesprechung, ey, es ist so bescheuert, wirklich. Aber gut, Großkraftwerke, Leute, wir können die Großkraftwerke bauen, das ist schon mal richtig nice. So, dann macht die kaputt da, los, macht die im Arsch, wir haben Flammenwerfereinheiten dabei, zack. Sehr, sehr cool. So, Großkraftwerk, zack. Und hier, Leute, wir haben die Tesla-Spule. Oh mein Gott. Oh, damit werden wir uns gleich schön einmauern. Aber noch nicht, Leute. Noch müssen wir uns erstmal hier so ein bisschen aufbauen, tatsächlich.
Sammler, du kannst mal direkt hier hinten bitte sammeln. Weil hier hinten sind noch mehr Erzfelder. Und bevor er es vermint, liebe Leute, werde ich da jetzt das Zeug abernten. Oh, ein Gummipanzer. Das ist nicht so gut. Das habe ich vergessen, dass da noch ein Gummipanzer ist. Okay, liebe Leute, dann sammeln halt erstmal hier. Du sollst sammeln. So. Gut, dann. Das ist gemein. Das ist echt gemein jetzt. Okay. Radarstation. Mach die kaputt hier, los. Der Braune, ey. Seit wann ist der so dreist? Das wusste ich gar nicht mehr, dass der so dreist ist. Macht immer bitte diesen Gummipanzer da platt. Der Braune, ey. Ich dachte, der wäre so, ja, attrappenmäßig da. Aber ja. Cool, Leute, wir können das Technologiezentrum bauen hier. Allerdings. Ja, wir brauchen wieder Silos, ne? Moment. Ja, dann bau halt ein paar Einheiten. So, Sammler, du gehst mal bitte hier vorne hin. So. Flugfelder. Jawohl, Leute. Werde ich auch bauen. Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob wir den Mammutpanzer hier kriegen. Wenn wir das Tech-Zentrum bauen, Leute. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Aber erstmal hier. Zack. Mach die Scheiße da weg. Und Feuer. Und zack. Direkt weg. Der kann nur einmal schießen, Leute. Ja. Sehr, sehr gut. Und oh. Was ist das denn? Warum ist hier ein Licht? Naja, egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter erkunden hier tatsächlich. So, Flammenwerfer. So, ganz genau. Weil wir brauchen hier die Ressourcen. Wir brauchen ganz dringend ganz viele Ressourcen hier, Leute. Nochmal zwei Kampfpanzer, das ist auch schon mal gut. So, dann ein weiteres Flugfeld, bitte. Und mit den U-Booten kann man auch ein bisschen was platt machen hier auf See. Ja, es sei denn, der kriegt hier. Da kommt er mit Jeeps an. Okay, auch nicht schlecht. es sei denn, der hat hier Spawner. Das wäre natürlich richtig scheiße. Aber gut. Leute, ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Wir sind auch schon am Kartenrand angekommen. Was baue ich denn gerade hier? Also, ach so. Die Flugfelder noch, ja, okay. Oh, da kommt er sogar. Ja, okay, dann soll er das mal versuchen. So. Dann lass ihn das mal versuchen. Zack. Was will der mit den Jeeps hier, ey? So, direkt wegmachen den Scheiß. Zack, zack. Ja, zack. Und warum kriege ich kein Geld rein hier? Leute, das kann ja wohl noch nicht wahr sein hier. Ja, weil ich die ganze Kampfpanzer baue, ne? So, die vier Flugfelder, dann noch ein Großkraftwerk. Wie geile Mucke. Ach, ich liebe diesen Soundtrack. Und ja, Leute, so geht's voran mit den Russen. Würde ich sagen, baue ich jetzt mal meine erste Tesla-Spule. Die Soundtracks vom Alarmstufe Rot, die sind einfach so legendär. Wirklich. So, die U-Boote. Einfach mal ein bisschen weiter erkunden. Wir können sogar spionieren, Leute. Spionieren. Alles klar. Ein paar Fallschirmtruppen. Verstärkungen. So, dann. Zack. Und Wumms. Die ziehen natürlich viel Energie, die Teile. Aber die sind doch mal mega geil. Schaut mal, wie stylisch die aussehen in der HD-Version. Und ja. Aha. Das wusste ich, Leute. Dass der irgendeinen Dreckspawner hier hat. Ja. Dann fahr die platt, ey. Ich wusste es, dass der irgendeinen Spawner hier hat. So, liebe Leute. Aber die Energie reicht anscheinend noch. Also kann ich direkt die nächste bauen. Nächste Tesla-Spule. Die Spule vom Elon Musk. Nee, natürlich von Nikola Tesla.
liebe Leute. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist voll. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Moment, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.